Moin moin und herzlich willkommen zu meinem für diesen Jahr letzten Video. Aber viel wichtiger, frohes Fest! Ich hoffe, ihr seid alle reich beschenkt worden. Aber da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen, schließlich seid ihr unheimlich lieb dieses Jahr gewesen. So lieb sogar, dass es quasi an ein Weihnachtswunder glänzt. Denn der Blitz macht eine Roomtour. Folgt mir unauffällig. Erste Etappe, das Entertainment Center. Ja, schön große Glotze, wie sich das gehört. Alle Konsolen der letzten Generation. Alle Konsolen der jetzigen Generation, denn der Blitz ist Multiplattform-Spieler. Denn einiges an Collector's Editions, Darksiders, Killzone, Bioshock Infinite, Halo Reach, Batman Arkham Origins, die X-Men Collection mit allen Wolverine-Filmen, Skyrim, Halo 3, Far Cry 4, Gears of War und nochmal Batman Arkham Origins, denn in den USA gab es eine andere Figur. Und einige Leute behaupten, der Blitz hat Probleme und ich glaube fast, sie haben recht. Ja, und wo wir gerade von Problemen sprachen, auf der Rückseite des Ganzen gibt es dann noch einiges an Vitrinen, wo auch noch eine ganze Menge Figuren drin sind. Ich glaube, da zähle ich aber nicht jede auf, da gehe ich einfach nur mal so rüber. Aber ansonsten haben wir hier zum Beispiel die Disney Infinity 2.0 Collectors. Hier sind ein paar einzelne Figürchen, Lego, auch noch ein bisschen Platz für weitere Sachen. Terminator 2. So, was haben wir hier? Ich glaube, da sage ich jetzt nichts zu, Katze. Was geht, Katze? Ja, okay. Dann kümmere ich mich jetzt erstmal um dich. Cut. So, Katze ist erstmal versorgt. Ich glaube, wir waren bei den Vitrinen hier und der These, dass der Blitz ein Problem haben könnte. Kann ich mir nun irgendwie gar nicht erklären, was für Anzeichen soll es denn dafür geben? Also das sind doch nur so ein paar Figürchen und Special Editions. Also das ist doch einfach der pure Neid, ist das doch, oder? Ja, und dieses Regal dürfte eigentlich jeder kennen, da drehe ich ja immer vor. Hier haben wir auch ein bisschen was, was Lärm macht. So sieht's aus. Hier sind meine ganzen Sammelbände und Trade Paperbacks und was nicht alles drin. Und ich muss leider auch sagen, oder leider, womit wir wieder bei dem Problem wären, ich habe halt viele dieser Trade Paperbacks auch als Einzelbände. Einfach, weil ich auf diese großformatigen Sachen stehe. Zum Beispiel hier Hellboy, die Library Editions, die sind halt viel größer als ein normales Comic. Und da kommt ja das Artwork natürlich auch viel besser raus. Und das ist bei vielen Sachen so. Die ganzen Absolute Editions von DC oder die Omnibusse von Marvel sind halt größer gedruckt. Ich meine, hier hinten, der Weihnachtsbaum steht davor, Planetary Omnibus. Ich habe Planetary komplett in Einzelheften und komplett digital nochmal gekauft. Aber tja, es musste einfach sein. Was soll ich dazu sagen? Womit wir wieder bei der These wären, ich hätte Probleme. Naja, so viel zu dem Thema. Und weiter im Text. Jedenfalls ist hier der erste Teil meiner DVD- und Blu-ray-Sammlung. Ich glaube, da brauche ich jetzt nicht auf irgendwas speziell eingehen. Apropos Katze, hier ist auch nochmal ihr Kratzbaum. Und da ist der zweite Teil meiner DVD- und Blu-ray-Sammlung. Und was haben wir hier noch Feines? Ah, den Skyhook von Bioshock Infinite. Ja, dieses Regal habt ihr wahrscheinlich noch nie gesehen, weil da drehe ich auch selten vor. Da sind so meine Videospiele drin und noch ein paar mehr Figürchen und noch ein bisschen Platz für Ausbau, weil man weiß ja nie, was man noch alles kaufen kann. Was haben wir hier noch Feines? Pacific Rim, die Chocks aus dem Comic Chew, Lego Simpsons Figuren, Iron Man, Batarang, das ist die Arkham Asylum Special Edition aus den USA. Genau ins Licht, clever gemacht. Noch ein paar Figürchen für die Anime-Manga-Freunde. Und noch ein paar Special Editions, weil der Blitz kann ja einfach nicht widerstehen. So viel zu dem Thema. Ich befürchte, detaillierter wollte ich eigentlich fast nicht werden, weil dann wird das unheimlich ausufernd lang, wenn ich erstmal anfange zu reden. Ansonsten muss man sagen, viel mehr Tour gibt dieser Room auch nicht her. Und da ihr das ja nicht genau spezifiziert habt, dass ihr die gesamte Butze sehen wollt, bleiben euch einige Sachen halt verwehrt. Zum Beispiel meine Comicsammlung, was sich in meinem Arbeitszimmer so treibt und was in meinem Schlafzimmer so rumsteht. In dem Sinne. Der Blitz hat euch lieb, wünscht euch erholsame Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und weitermachen.